So, halli, hallöchen, Hansen Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Gotham Knights. Beim letzten Mal ist mir, glaube ich, das Spiel abgeschmiert. Kurz nach der Aufnahme, aber es ist auch noch nichts so Wichtiges passiert. Dementsprechend sehen wir uns auch hier gleich wieder zur Jump-Herausforderung von Jason. Nicht Derulo, nein. Jason the Todd. So, dann. Erstmal easy da ein bisschen durchspringen. Haben wir? Oh, haben wir sogar noch bekommen. Schöne Hitbox. Gefällt mir. Sehr gnädig. Aber ist ja auch schwer bei der Kontrolle hier, die manchmal beizubehalten. Läuft gut. Oh ja. Yeah. So, das kriegen wir auch. So gut. Und diesmal läuft es auch tatsächlich damit, dass wir uns auch dahin ziehen, wo wir uns hinziehen wollen. Okay, das habe ich nicht erwartet. Aber wir haben genügend Zeit. Yay. Perfekt, dann haben wir noch einen heroischen Angriff, noch eine Zeitprüfung. Wir müssen mit ganz vielen Leuten quatschen. Wir machen mal den heroischen Angriff. Ich bin gespannt, was da passiert. Ob der einfach zu schwer ist, als dass man ihn schaffen könnte. Oder was da so das Ziel ist. Ja, komm, zieh dich hoch. Okay, da kann man sich nicht hochziehen. Schade. Ach, guck mal, an unserem Startgebiet. Das ist sehr schade, dass wir nicht auf Dächern laufen können. Ah, nee, sogar hinterm Gebiet, wo wir gestartet haben. Man sich. Ach nö, muss ich jetzt hier echt dämlich außen rumlaufen? Ja. Irgendwie schon. Na toll. So. Na ja, gut, mit dem Motorrad hätte man fahren können. Aber hier waren wir noch nicht. Ein sehr guter Platz für unseren ersten Angriff. Erreiche den Zugang. Hallo. Vier Spieler arbeiten zusammen. Ach so. Vier Spieler arbeiten zusammen. Boah, ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch von Leuten gespielt wird. Also ist zwar relativ neu, aber... Das ist blöd, dass sie uns auch jetzt erst das Tutorial dazu geben. Aber das erklärt auch das Heroisch. Wir kommen in der Lobby. Ja, jeder kann... Ja... Haus... Ja, okay, wir haben keine Freunde. Witzlos. Ja, dann sind wir wieder raus. Mann. Tja. Tja, oh, ist auch ganz verschwunden. Gut. Dann einmal nach Süd-Gotham. Alles klar, Glockenturm.
Party. Bist du dabei? Glückwunsch, wow. Ich hab gar nicht gemerkt, wie... So, gib mir mein Auto. Dann driven wir kurz hin. Also ich glaube, Gotham wäre auch so viel voller, hätten wir die Einstellung nicht runtergeschraubt, weil ja, irgendwie will mein PC gerade mit der Grafikkarte nicht so das Spiel spielen. Red Hood, hier also, drüben. Ja, muss man sich einfach voller vorstellen. Ich wette, das hier willst du wissen. Ja, will ich wissen? Boah, das wollte ich voll wissen. Danke, Oscar. Tu nichts, was ich nicht tun würde. Du gibst mir keinen Befehl, ich tu, was ich tun würde. Ja, gut, dann klettert er halt hoch. Das würde Oscar auch tun. Ja. Das wird toll. Ganz locker. Ganz locker, Bruder. Hui. Oh ja, so wird's gemacht. Ups, wir haben einen Passanten mitgenommen. Sorry. Oh. Und während wir die überfahren, sagt irgendjemand, oh, Red Hood ist so cool. Der überfahrt Passanten. Das macht sonst keiner. Haben wir die Prüfung nicht schon mal gemacht? Ups, das war ein bisschen dämlich. Miss Cusy, ich bin Fahranfänger. Das ist quasi meine Fahrprüfung. Ja, zum Glück gibt's keinen. Oh boy. Zum Glück gibt's keinen Fahrzeugschaden. Ach! Nee, als ob. Gut. Ja, die Runde läuft nicht so geschmeidig. Aber wir könnten das dann auch schaffen. Oh, das hat kurz geleckt. Mit dem Ruckler kann ich nichts. Ja, easy. Hey, echt cool. Wow, echt cool. So, dann ja, driven wir doch einfach schnell zu Oscar. Dem alten Cobblepot. Hallo. Oh. Ah, ein Verbrechen. Warte, wir kuscheln den mal. So, und jetzt hat er noch so kleine Minen gezündet, nicht? Doch. Oh ja, wir können ja kuscheln. Wie ist es denn mit den Fähigkeiten? Wir haben 2 Punkte. Chance auf kritischer Treffer. Ja, machen wir. Ja. Neue Ausrüstung haben wir nicht, aber wir könnten was Neues herstellen. Oh, ist sogar noch besser, aber ja, bis wir das ausrüsten können und alles. Nee. Besiegen mit Schleifangriff. Nee. Weil die Wurst. Was haben wir denn noch? Kritische Trefferchance steigt sich auch nochmal. Und mehr Spieler. Ja, da ist jetzt der heroische Angriff. Der ist ja dämlich, Mann. Also cool, dass sie es anbieten, aber dämlich, dass sie uns da nicht davor Bescheid geben. Und als ob wir hier mit dem Motorrad... Scheint eine legitime Route zu sein. Ja, passt. Oh Gott.
So. Ja, es tat wahrscheinlich nicht nur beim Zusehen weh. Das Steuern selbst tat mir auch weh. Ja, beschütze den Zeugen. Ich sag mal so. Wir sind nicht für alles zuständig. Gott. Ich bin immer so verwirrt, wenn man sich plötzlich mehrere Meter plötzlich wo ganz anders hinzieht. So, willst du uns noch eine Belohnung geben? Oh, hallo. Wie geht es dir an diesem schönen Tag, Abend? Ja, ich fühle mich fein. Hallo, Oswald. Hast du einen Geist gesehen? Ich meine, von dir kenne ich das gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Alles in Ordnung. Möchtest du ein Glas irgendwas? Weißt du, viele wollten mich umbringen. Einer hatte Erfolg. Aber ich habe nicht erwartet, dass du versuchst, mich abzumoxen. Nein, du verstehst nicht. Sie sind mit diesen Talendingern aufgetaucht. Sie wollten mich langsam in Stücke reißen und ich dachte mir, naja, du hast Schlimmeres überstanden. Ja, ich hab's kapiert. Hoffentlich können wir diese Sache hinter uns lassen. Es wäre schade, wenn wir diese vorteilhafte Geschäftsbeziehung verlieren. Sei froh, dass ich dir nicht die Nase breche. Ach so, das ist quasi... Ja, konfrontiert, weil wir sind ja so durch den... in die Falle gegangen. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Oh, sehr niedrig. Ja, das war's. Wir haben ihn konfrontiert. Das war halt awkward situation. Dann gehen wir jetzt zu Montoya und bringen den Story Progress ein bisschen voran. Oh, und gleich bei ihr in der Nähe ist ein Verbrechen. Ja, als ausgebildete Polizistin wird sie da bestimmt was machen. Oder? Kannst du das überhaupt sehen? Ach nee, das ist ein Mord. Ja, okay, den Tatort können wir schnell untersuchen. Sieh mal an. Gut, da ist die Lösung. Ich habe es nicht gelesen, aber wir müssen erst alles anklicken. Ah. 4 von 5 Hinweisen. Wo ist denn noch was? Okay. Beleg in Gotham. Jawohl. Na also. Easy Tatortarbeit. Gut. Was jetzt? Na, ich könnte eigentlich bei der Polizei arbeiten, so effizient wie ich bin. Danke, dass du ein Auge auf uns hast. Montoya, ich brauche gute Nachrichten. Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Macht der Richter Ihnen das Leben schwer? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen, aus Angst. Selbst wenn Sie nichts vom Rat wissen, wollen Sie sich nicht mit Kane anlegen. Was ist mit Richterin Moreno? Sie hat schon interessante Leute weggesperrt. Gothams Geldadel. Elena war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnel-Fall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Haben Sie vergessen, womit ich mein Geld verdiene? Ich höre mich mal um und suche nach aufrechten Bürgern, die mir helfen wollen. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus. Moment, wir verdienen unser Geld nicht durch Spionage oder so. Das GCPD braucht dich. Wir verdienen unser Geld durch Verbrechensbekämpfung. Oh, Jason. Aber verkackt. Spuren verfügbar. Fallakte. Höre die Mafia. Ja. Wir machen jetzt erstmal die Nebenfallakten. Also mit Clayface und Mr. Freeze. Im nächsten Part.
Darauf habe ich jetzt mehr Bock. Und danach machen wir mit der Main Story weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.